der Anfangsphase des Spieles zwischen dem EC zu Salzburg Süd und den Eisfüchsen aus Saalfelden befinden sich zunächst einmal die Eisfüchse im Angriff. Hinter dem Tor von Günther Besendorfer waren sie zunächst im Angriffsdrittel Schuss, aber es war auch hier ein Abtasten auf beiden Seiten. Es steht derzeit torlos 0:0 und ja, beide Goals machten ihre Sache ganz ausgezeichnet. Jetzt aber der EHC Salzburg Süd im Angriff. Gute Aktion, aber es wird abgepfiffen und es gibt Eising. Weiter Abschlag. Das ist Manuel Schösswinter, der Torhüter der Eisfüchse. Jetzt aber. Kontermöglichkeit. Der Puck ist hinter dem Tor von Manuel Schösswinter. Immer noch die EHC Salzburg Süd an der Scheibe. Schuss, der Pass. Schuss und Tor. 1:0 für die Mannschaft des EHC Salzburg Süd. Keine Chance für den Torhüter Manuel Schösswinter, da irgendetwas zu tun. Und es sollte auf jeden Fall so weitergehen. Wir befinden uns im zweiten Drittel und da gibt es auch ein Spiel zwischen dem EHC Salzburg Süd, wo natürlich jetzt die Eisfüchse an der Scheibe sind. Immer noch die Eisfüchse im eigenen Verteidigungsdrittel versuchen den Puck jetzt aus der Scheibe herauszubringen, verlieren ihn allerdings an die Südler und immer noch der Eisfüchse an der Scheibe. Jetzt aber. Der EHC Salzburg Süd versucht, es bringt aber nichts ein. Neuer Versuch. Jetzt dieses Mal vor dem Tor von Günther Besendorfer. Rückpass ins eigene Verteidigungsdrittel der Gäste. Schön herausgespielt. Immer noch die Südler dieses Mal. Neuer Versuch, aber der Schuss bringt nicht wirklich etwas ein. Jetzt aber, Kontermöglichkeit. Sollte abziehen. Geht allerdings knapp am Tor vorbei und somit ist es nur allzu logisch, dass es keinen weiteren Treffer mehr gibt. Jetzt aber. Immer noch die Scheibe im Angriffsdrittel der Gastgeber. Schuss! Abgewehrt, bringt allerdings nichts ein. Jetzt aber. Der EHC Salzburg Süd im eigenen Verteidigungsdrittel. Schuss! Jetzt wieder die Eisfüchse in den roten Dresden. Schuss, Pass und da ist ein Treffer der Eisfüchse. Keine Chance für Günther Besendorfer, denn ihm war ja, wie man auf dem Bild gerade gesehen hat, die Sicht verstellt. Und da kann ein Goalie natürlich nichts machen. So, wir befinden uns im Schlussdrittel und auch da gibt es noch ein sehenswertes Duell. Beide Mannschaften liefern sich gutes Eishockey. Wieder der EHC Salzburg Süd mit einer herrlichen Pass in das gegnerische Angriffsdrittel, aber es gibt Eising. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Schuss und an dieser Stelle war zunächst einmal nicht ganz sicher. Ich hätte auf den ersten Blick gesagt, dass Manuel Schösswinter den Puck gehabt hat, aber der Schiedsrichter entscheidet völlig zu Recht auf Tor, wie wir hier sehen werden. Schön herausgespielt, es gibt noch eine Besprechung, aber der Schiedsrichter entscheidet auf Tor. Schlussphase. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Schöne Aktion. Immer noch die Süd verlieren die Scheibe jetzt an die Gäste. Schuss. Immer noch die Mannschaft der Hütler an der Scheibe. Kontermöglichkeit. Bringt allerdings nichts ein und das ist natürlich auch schon fast das Ende dieser interessanten Begegnung. Der EHC Salzburg Süd gewinnt diese Begegnung knapp, aber am Ende durchaus verdient mit 5:4 und beweist damit, dass man auch gegen Mannschaften aus dem Pinzgau, der ja immerhin die Eishockey-Hochburg Salzburg ist, gewinnen kann. Gratulation an dieser Stelle an den Weil